Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr euch einen Android-Stick erstellen könnt, einen USB-Stick, ja, damit ja, könnt ihr euer PC-Computer vom Stick booten und schon habt ihr die ja, vertraute Umgebung eurer Android-Smartphone auf dem Desktop, auf dem PC, beziehungsweise werde ich euch zeigen, ein Betriebssystem, was auf Android x86 basiert. Und zwar Remix OS nennt sich das. Das ist ein bisschen mehr an, ja, am PC, an Desktop angepasst und auch die ja, USB-Unterstützung, beziehungsweise für die Maus, ja, für die USB-Maus, funktioniert, glaube ich, ein bisschen besser. Das Betriebssystem könnt ihr euch einfach aus dem Internet kostenlos herunterladen. Das hier ist die offizielle Website, ja, vom Hersteller, Entwickler hier, jade.com. Das sieht hier so aus. Hier einfach auf dem hier Remix OS for PC draufklicken, dann auf Free Download. Und schon gelangen wir hier an den Download-Bereich. Hier haben wir nochmal zwei Möglichkeiten. Einmal hier die Legacy-Version. Ja, das ist einfach, ja, da wird einfach etwas ältere Hardware auch unterstützt oder etwas ältere PC. Und hier einmal die EFI-Version. Ja, hier müssen wir nochmal ein Häkchen setzen, einmal Developer. Und schon können wir hier unsere, ja, die gewünschte Version hier herunterladen. Das dauert ein paar Minuten oder Sekunden, je nachdem, wie, ja, nach eurer Bandbreite, wie schnell euer Netz, Internet ist, eure Leitung. Ich habe das jetzt schon heruntergeladen, um Zeit zu sparen. Wenn der Download abgeschlossen ist, sieht das Ganze dann so aus. Hier, das ist eine Archive, eine ZIP-Datei. Das packen wir jetzt einfach mal aus als erstes hier. Hier haben wir einmal ja, das Betriebssystem, das eigentliche Betriebssystem hier, die Image. Und hier die Exe-Datei, das ist ein klitzekleines Tool, was der Hersteller hier ja, auch mitliefert, was wir auch brauchen, um uns das USB-Stick zu erstellen. Vielleicht noch mal ganz kurz, wichtig ist, dass ihr einen schnellen USB-Stick habt, also 3.0, der mindestens 8 GB groß ist. Mit 2.0 USB funktioniert auch, aber da werdet ihr keine große Freude dran haben. Es ist sehr träge und da stürzen doch die Apps ständig ab. Oder ja, das ist ja, funktioniert auch zur Not, ist aber wirklich nicht empfehlenswert. Ja, genau, nachdem wir das jetzt hier ausgepackt haben, können wir die Excel-Datei hier, das kleine Programm hier starten. Das ist wirklich sehr, ja, übersichtlich, sehr einfach aufgebaut und einfach zu bedienen. Hier haben wir direkt unsere USB-Stick hier ausgewählt. Das ist bei mir jetzt H, Laufwerk H in dem Fall. Bei euch vielleicht nochmal überprüfen, ob das der richtige ist. Der muss natürlich angeschlossen sein. Und dann gehen wir hier einfach auf Browse und navigieren zu unserem Image hier. Ja, Remix OS for PC, Alpha EFI. Okay, einfach auswählen mit Doppelklick und auf OK klicken. Okay, ich habe das jetzt, ja, ich kann das jetzt nochmal, ich habe das jetzt schon installiert auf dem Stick. Ich mache mal jetzt einfach nochmal. Das dauert ein paar Sekunden, 20, 30, 40 Sekunden, geht recht schnell. Vielleicht nochmal an der Stelle der Hinweis, also mit dieser Software hier, was mitgeliefert wird,
Das funktioniert wirklich auch nur um uns einen USB-Stick zu erstellen. Wenn ihr aber vielleicht eine externe USB-Festplatte habt, eine SSD oder ja, wie auch immer, eine externe Festplatte, alles anders als ja, Stick, funktioniert damit nicht. Da brauchen wir ein anderes Programm. Ich habe das jetzt hier zum Beispiel Rufus. Darüber habe ich auch schon mal ein kleines Tutorial, glaube ich, gemacht. Das können wir einfach mal kurz starten, um zu zeigen. Damit können wir natürlich auch unser USB hier erstellen. Aber jetzt noch mal ganz kurz gezeigt, wenn ihr eine externe Festplatte habt, einfach Rufus starten hier. Und hier den Häkchen setzen bei USB-Festplatten anzeigen, ja, damit eure externe USB-Festplatte hier aufgelistet wird. Dann auswählen halt, bei mir ist das jetzt nicht der Fall, weil ich keine angeschlossen habe, bei mir sind es nur die Sticks hier. Und dann, ja, hier einfach auf ISO-Abbild und dann zu unserem Image hier navigieren, auswählen und starten. Und schon ja, wird das auf der externen USB-Festplatte installiert. Das jetzt mal so als Hinweis. Unser USB-Stick ist hier schon durch. Wir werden jetzt aufgefordert, einmal neu zu starten. Ich werde das jetzt nicht machen. Und zwar genau, wir müssen natürlich unseren PC dazu bringen, dass es vom USB Stick bootet, ja. Ich beende das mal und versuche mal hier auf eine virtuelle Maschine zu starten. Ich habe jetzt hier, ich guck mal ganz kurz, ich hoffe, ja, okay, dass das jetzt reibungslos funktioniert. Das ist jetzt natürlich ein Tick langsamer hier auf der virtuellen Maschine. Ich werde mal jetzt einfach mein USB-Stick hier auswählen und starten. Genau. Hier haben wir nochmal zwei Optionen, zwei Möglichkeiten. Einmal der Resident Mode. Ja, wie hier schon steht, all your data and apps are saved. Ja, das bedeutet, wenn ihr jetzt vom USB-Stick hier startet und euch da irgendwelche Apps installiert oder Einstellungen ändert, die bleiben dann ja, gespeichert. Also beim nächsten Neustart habt ihr die Apps wieder und die Einstellungen. Hier in den Quest Mode, ja, hier können wir tun und lassen, was wir wollen. Installieren, deinstallieren, Einstellungen ändern. Wenn wir den einmal dann neu starten, nach dem Neustart, ist das wieder auf dem, ja, ursprünglichen Zustand. Ja, da haben wir wieder ein niegelnagelneues Betriebssystem sozusagen. Ich wähle jetzt mal hier einfach den Guest Mode. Ich glaube, für die virtuelle Maschine ist das einfach ein bisschen schneller, hoffe ich. Das sieht dann so aus. Ja, das wird jetzt gebootet. Da werden jetzt Partitionen erstellt. Dauert bei mir hier, wie gesagt, natürlich etwas länger. Hier das Logo hier. Da, wie gesagt, eine virtuelle Maschine ist. Ich hoffe, dass es überhaupt gut geht. Ja, das ist jetzt hier das Remix OS, das Betriebssystem. Dauert jetzt eine Weilchen. Ich hoffe nicht allzu lange. Aber ich denke, ich mache mal kurz Pause. Das wird jetzt doch vielleicht 1, 2, 3 Minuten dauern hier. Und komme gleich wieder, wenn das jetzt ja, gebootet ist, durch ist. Ja. Ja, da bin ich wieder. Das hat jetzt bei mir hier doch ein bisschen länger gedauert als gedacht, beziehungsweise hatte ich überhaupt, ja, hab
mit großer Mühe und Not geschafft, dass die VM hier doch noch vom USB-Stick startet, hier das Betriebssystem. Dann sieht dann so aus. Als erstes können wir die Sprache auswählen. Die Auswahl ist da nicht so groß. Ja, ich lasse mal jetzt natürlich auf Englisch und gehe auf Next. Hier nochmal dieses ja, User Agreement hier. Ja, wenn ihr euch durchgelesen habt, einfach auf Next klicken. Jetzt ist es ja, completed hier und einsatzbereit. Ich bin jetzt allerdings hier in Gäste-Modus, Guest Mode hier. Ja, ich gehe mal einfach auf Start und dann sieht es hier so aus. Das ist die ja, Oberfläche. Ich habe jetzt hier allerdings mit der Maus noch ein paar beziehungsweise ich versuche mal. Ich hoffe, dass das gut geht jetzt hier. Ich werde mal. Okay. Und jetzt ist die Maus komplett weg natürlich. Aber irgendwie. Ja. Jetzt habe ich gar keine Maus mehr. Aber ja, warum auch immer. Jetzt ist meine Maus weg, weil ich die von der Hostmaschine hier getrennt habe. Ich werde jetzt aber mal versuchen, noch eine Maus anzuschließen. Mal schauen, ob das jetzt klappt. Jetzt habe ich hier. So, ich versuche es nochmal. Und zwar, okay, das ist jetzt leider ein bisschen schwierig hier mit der VM. Ja, jetzt ist jetzt Optiker Maus. Ich mache mal einmal rückgängig. Und also irgendwie, aber ja, das ist jetzt okay, nochmal. Okay, jetzt hat es funktioniert. So, ja, hier haben wir unsere Einstellungen. Ja, wie viel ist bei mir jetzt nicht ist deaktiviert. Kann nochmal versuchen hier, wenn ich wusste jetzt, das wird das hier sein. Zack. Aber okay, das ist jetzt auch nicht weiter wichtig. Jedenfalls, ja, haben wir wie gewohnt hier. Das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr an PC Desktop angepasst. Jetzt habe ich auch hier schon meinen Adapter aktiviert. Kann mich jetzt theoretisch verbinden mit einem hier und einem Access Point. Oder hier mit Ethernet bin ich jetzt verbunden. Und ja, das ist jetzt hier alles, wie ihr von eurem Android Smartphone kennt in etwa. Hier die ganzen Einstellungen. Hier haben wir Default Apps. Da ist hier schon. Ich denke, oder ich bin mir jetzt zwar nicht so sicher, aber ich denke, dass in den Resident-Modus, wenn wir gestartet hätten, dann kann sein, dass es ein bisschen ganz wenig anders aussieht. Das ist hier das Startbutton hier, das Logo der Hersteller hier, der hier haben wir unseren, ja, den Browser. Ist bekannt, ja, brauche ich jetzt nicht. Ja, Settings, File Manager, was gibt es hier noch? Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, hier zum Beispiel, ja, okay, alles schickimicki hier, Hide Taskbar und so weiter.
Was wäre hier noch vielleicht? Hier ein paar. Oh Gott. Wie geht's hier? Macht jetzt. Das ist jetzt. Ja. Ja, das war's eigentlich. Hier der Google. Ich habe jetzt hier aber kein Dictionary. Hier kann man jede Menge Apps auch über Google App Store herunterladen und installieren. Ich habe mich jetzt noch gar nicht so. Ein Player haben wir hier. Hab mich bis jetzt noch gar nicht so beschäftigt damit. Es ging jetzt aber in erster Linie um die Installation hier und Starten vom USB-Stick. Ja, hier ist natürlich alles leer. Hier haben wir ein kleiner Film über das Betriebssystem. Irgendwie sieht so aus. Das wird jetzt hier ja in Vollmodus hier ausgeführt. Das können wir gar nicht irgendwie. So ein Fenstermodus sehe ich gerade. Kann man das irgendwie? Ja, ich mache das jetzt mal aus. Ich hoffe, ich verstoße jetzt nicht gegen irgendwelche Copyrights. Ja, das war es eigentlich auch schon alles hier. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like oder ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich fahre jetzt runter. Und ja, wünsche euch auch viel Spaß damit. Tschüss, wenn ich jetzt hier wieder.